Hallo und herzlich willkommen hier bei Essentially's Hardware und Software Reviews. Heute fahren wir fort in der Tutorial-Serie, wie baue ich einen Home-Server selbst oder einen PC allgemein mit der Installation eines CPU-Kühlers für die CPU, in dem Falle einen Pentium G860 für den 1155er Sockel. In diesem Fall kommt wieder der Standard Intel CPU-Kühler zum Einsatz, da für einen Home-Server jetzt zum Beispiel kein Darkrock Pro 2 oder so von Vorteil ist, der zwar etwas das Ganze, das System etwas leiser macht, aber bei dieser CPU mit 65 Watt ist das erstmal irrelevant. Ja, hier haben wir dann den entsprechenden Kühler mit einem 4-Pin PWM-Anschluss und bereits aufgetragener Wärmeleitpaste. Wie ihr diese CPU bzw. den CPU-Kühler jetzt ausrichtet, ist euch überlassen. Ich finde das immer sehr schön, beziehungsweise es kommt besser, wenn man jetzt das Intel-Logo so ausrichtet, dass das Ganze so aussieht, wenn man jetzt von oben drauf gucken würde. Also so in dem Falle. Und dann haben wir hier diese Push-Pins, 4 Stück. Und hier hinten sind ja auch die Löcher überall. Da, da und da. Und jetzt richten wir es einfach so aus, dass wir die 4 Push-Pins an den Löchern ausrichten. Und dann von oben das Ganze einfach runterdrücken. Ich werde das Ganze mal jetzt hier etwas drehen. Und ganz wichtig immer dabei, immer über Kreuz diese Push-Pins runterdrücken, damit sich das Ganze nicht verhakt. Und zwar drücke ich jetzt hier den ersten mal runter. Ihr habt es gehört, das Ganze hat etwas Klick gemacht. So, das muss ich jetzt mal anheben. So, das ist auch schon fertig. Das auch. Das auch. Und jetzt haben wir hier noch den 4-Pin Lüfteranschluss, den wir natürlich auch noch installieren müssen. Und zwar haben wir hier hinten dann den 4-Pin-Anschluss für diesen Lüfter. Den stecken wir einfach drauf und müssen nur noch beachten, dass das Lüfterkabel hier nicht in den Lüfter selbst hineinragt. Und dann ist auch schon die Installation eines CPU-Kühlers, in dem Fall ist der Intel Boxed-Kühler, abgeschlossen. Und dann soll es das in diesem Fall zu diesem Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kommentare, Bewertung und übers Abonnieren freuen. Natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, im nächsten Part, Part 4 dann. Und ja, dann haut rein, Leute, und tschüss.